Hallo Leute, und hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung von LS15. Und zwar handelt es sich hier um das Mini-Modpack. Da sind drei verschiedene Sachen drin, drei Sachen, die man platzieren kann. Ist ganz einfach, hier steht schon platzierbare Absperrung. Zu finden ist das Ganze etwas komisch. Ich muss ja auch zuerst mal gucken, und zwar im Shop oben rechts, bis ihr bei Kategorie Mods seid, und dann unter Forstgeräte. Ich hätte da irgendwie unter Sonstiges reingemacht, aber okay, Forstgeräte. Da ist es drin, weil es wahrscheinlich auch mit Frost zu tun hat. Okay. Ja, platzierbare Holzbalken kurz. Können wir ja mal irgendwo hin platzieren. Da auf dem Hof. Zack. Dann können wir einmal den langen hin platzieren. Der ist etwas länger, wie man sieht. Den tun wir daneben hin. Na komm. So. Und einmal die Absperrung, die ist auch nicht schlecht. Das ist halt so für Straßenabsperren, die können wir mal hier hin machen, so dass man auch ein bisschen seitlich vorbeifahren müsste. Gut, das haben wir. Preise passen auch. Wir haben auch Unterhaltskosten pro Tag hier, am meisten, weil wir auch Batterien wechseln müssen, sozusagen. Da schauen wir uns das Ganze mal an. Latschen wir mal zum Hof rüber. Ich habe keine Schlepper, deswegen muss ich latschen. Und gucken wir uns das Ganze nochmal an, genau. Machen wir mal so, zack, weg da. Da unten ist er schon. Wo ist der Flieger? Ja, was bringt uns das? Ganz einfach, man könnte hier mit den Häcksler hinfahren, daneben, und könnte die Baumstämme hier reinschmeißen, und die werden dann, ja, ich sag mal nicht automatisch, aber die kann der Häcksler dann hier rausziehen, und man spart sich das Rumgefuddel mit den Baumstämmen. Für lange Baumstämme und für die kurzen Baumstämme zum Häckseln. Coole Sache. Funktioniert auch. Hier die Absperrung ist auch cool. Man sieht. Oh. Na, raus hier. Aha, okay. So, müssen wir hüpfen. Man sieht, es blinkt auch schön. Auch wenn die Textur jetzt vielleicht nicht gerade ideal gemacht worden ist, weil sie eckig ist, aber okay. Sind Kleinigkeiten. Sonst nicht schlecht. Eben, wie gesagt, für Absperren, wenn man Forstzahn hat. Cool finde ich noch, wenn man die einzelnen Dinge auch noch zum Download stellen würde, damit man das wirklich selbst entscheiden kann, wo die genau stehen. Aber sonst echt ein guter Mod. Der Mod ist auch nebenbei noch komplett logfehlerfrei. Also spitze Sache. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod und macht's gut.